Meine Aufgabe ist es, euch von den Produkten zu überzeugen, von denen ich weiß, dass sie euch im Alltag bereichern werden. Und deswegen habe ich hier ein paar Produkte, mit denen ich euch ein bisschen de-influenzen möchte. Und das geht gar nicht per se um diese Produkte an sich, sondern diese sind stellvertretend für viele Produkte, die ähnlich sind. Und ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen aufklären kann, ein bisschen abholen kann, wie mein Empfinden heutzutage, 4 Jahre nachdem ich mit Social Media und Make-up angefangen habe und das mittlerweile mein Beruf geworden ist und ich somit natürlich auch noch eine andere Sicht auf die Produkte habe, einfach ein bisschen abholen zu können und euch da vielleicht auch positiv beeinflussen zu können. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es gehört, heute geht es nicht um, wie habe ich das schönste Make-up, sondern ich möchte mit euch einfach darüber reden, wie sich mein Empfinden für Make-up verändert hat und vor allen Dingen auch Produkte zeigen, die ich nie wieder kaufen würde, aus ganz bestimmten Gründen. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich bin sehr gespannt, was sich bei euch in den letzten Jahren verändert hat. Wir haben es alle mitbekommen, die letzten mittlerweile 3, 4 Jahre waren komplett anders, als wir es uns jemals wahrscheinlich alle vorgestellt haben. Und es hat meiner Meinung nach auch viel mit uns getan. Mit mir, mit euch, mit uns als Gesellschaft, aber auch sehr, sehr individuell. Und ich habe immer gesehen, dass Make-up ein Spiegelbild der Zeit ist, so wie Kleidung es meistens ist. Und man sieht an den Produkten, dass sie aus einer ganz anderen Epoche stammen. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Produkt. Die Huda Beauty Faux Filter Foundation. Es ist eine sehr, sehr gute Foundation, eine sehr deckende Foundation. Und ich glaube auch, dass viele sie immer noch gerne benutzen, wenn ihr sehr starke Unreinheiten habt, wenn ihr sehr starke Rötungen habt vielleicht, wenn ihr Probleme mit eurer Haut habt und eure Haut einfach verdecken wollt. Die Foundation ist recht teuer, das ist ein High-End-Produkt, das sind alles High-End-Produkte übrigens heute, weil ich dazu so ein bisschen was erzählen möchte. Die Foundation kommt in einer sehr, sehr schweren Verpackung, es ist Kunststoff, sieht aber sehr hübsch aus. Und das war eine Foundation, die zu einer Zeit rauskam, wo genau das Trend war. Diese super deckenden, fast schon spachtelmasseartigen Foundations. Und ja, auch ich habe sie geliebt und auch ich habe mich damals von diesen Foundations beeindrucken lassen, weil dieser Effekt, den diese Foundations auf der Haut gemacht haben, einfach extrem war. Du hast eine ganz andere Haut gehabt, dein ganzes Gesicht hat sich teilweise verändert, weil du eine komplett neue Grundlage geschaffen hast. Einige Jahre später, und das ist halt das, was ich meine, mit unserer Gesellschaft hat sich so ein bisschen verändert, ist auch der Schönheitsstandard in Anführungszeichen ganz anderer. Oder wie heißt das? Das Schönheitsideal ist ein anderes, ne? Wir wollen natürlicher aussehen, wir wollen zarter sein, es soll alles so ein bisschen Vanilla Girl sein, so ein bisschen dezenter. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich langfristig eher durchsetzen wird, dass man mehr zu sich kommt. Und ihr merkt es, wir schweifen heute sehr weit aus. Vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren hätte man, wenn man über Nachhaltigkeit gesprochen hat, noch ganz anders reagiert. Auch heute reden wir über Make-up-Looks aus den 2000ern, abfällig. Aber wir kollektiv sind mittlerweile an einem ganz anderen Punkt, dass sich unser Weltbild verändert hat und wir fokussierter wieder auf uns gehen. Und das ist sehr weit hergeholt von einer Foundation. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sie ist zu deckend, sie ist zu reichhaltig und das ist einfach keine Foundation, die ich mehr benutzen würde, weil sie einfach nicht mehr dem entspricht, was ich mit Make-up ausdrücken möchte. Und das ist völlig fein. Ganz, ganz wichtig, wenn hier etwas dabei ist, was euch hilft, dass ihr euch wohlfühlt, das euch hilft, etwas Bestimmtes zu fühlen, dann ist das völlig fein. Ich rede nur so ein bisschen von meinem Empfinden. Das nächste Produkt ist eine Facepalette von Natasha Denona. Ihr wisst es, ich bin ein riesengroßer Fan von Natasha Denona, aber ich muss dazu sagen, sie ist recht unpraktisch. Das ist die Blush-Palette. Es gibt sie in verschiedenen Versionen. Es gibt sie als Bronzer, es gibt sie als Summer Tan-Palette. Wir können sie auch mal benutzen. Was mich persönlich so ein bisschen stört, ist auch das Design jetzt im Alltag, ne? Ich habe unten Puderprodukte, oben Cremeprodukte. Ich kann sie zwar abdecken, dass ich nur Puderprodukte habe, was schon sehr clever war,
Aber ich bin kein Freund davon, Creme-Produkte und Puderprodukte in einer Palette zu haben, weil sie eine unterschiedliche Haltbarkeit haben. Puderprodukte kannst du gefühlt 100 Jahre lang benutzen. Creme-Produkte hingegen sehr, sehr schwierig. Da ist Feuchtigkeit drin, da ist etwas drin, was schnell umkippen kann. Hier kriegst du sie schlecht raus, bei den neuen Paletten kannst du das machen. Aber auch das ist für mich keine Palette, die ich regelmäßig benutze, wenn es um Blushes geht. Was ich sehr, sehr gut finde bei den Paletten, sind tatsächlich die Highlighter. Aber auch das, ich möchte kleinere Produkte haben. Ich bin viel unterwegs, ich bin viel on Tour und so eine Palette, die wiegt was. Ich trage jetzt auch gleich nochmal so ein bisschen diese Highlighter und Blushes auf. Diesen Ton hier beispielsweise gibt es mittlerweile sogar auch als einzelnen Ton. Und ich hatte den auch schon, weil ich den sehr, 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 sehr geliebt habe. Der ist mir irgendwann kaputt gegangen. Und dann habe ich ihn auch nicht mehr nachgekauft, weil es viele andere Blushes gibt. Aber ich habe die Palette auch damals eigentlich nur wegen des Tons gekauft. Und habe aber vier andere Paletten gehabt. Und sie ist natürlich sehr, 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 sehr teuer. Und wenn du... Viele von uns sind ja mittlerweile im Make-up-Bereich. Wir haben sehr, sehr viele Produkte. Und wir wollen auch immer neue Sachen haben. Und das ist für mich sowas... Das ist schon fast ein bisschen Geldverschwendung gewesen, wobei es sehr, sehr schade ist. Das ist jetzt eine Palette, wo ich alle Farben benutzen kann. Aber beispielsweise diese Palette hier, da kann ich persönlich vielleicht eine, vielleicht zwei benutzen. Ich bin natürlich auch nicht die Zielgruppe und ich habe mich so ein bisschen influencen lassen. Ich habe mich hypen lassen und das ist die Key Message dieses Produkts. Ich habe mich hypen lassen von einem Produkt, weil es so schön aussah. Ich habe die Werbung gesehen und dachte, wow, wenn ich dieses Produkt habe, fühle ich mich gut, dann fühle ich mich wie dieses wunderschöne Model. Real Talk im Alltag tue ich das nicht. Deswegen bin ich bei den Face-Paletten von Natasha Denona mittlerweile raus. Aber ich sage, lieber kaufe ich die Farben einzeln. Viele der Produkte gibt es auch einzeln. Sie sind leichter mitzunehmen, sie sind schneller aufzubrauchen, sie nehmen nicht viel Platz weg, ich kann ja ganz präzise entscheiden, das ist das Problem bei Paletten meistens, ich kann ganz präzise entscheiden, was mache ich damit. Üblicherweise sage ich, na gut, du kannst Cremeprodukte, kannst du ja auch gut als Lippenprodukt benutzen. Ich finde, dass sie sich aber nicht so gut als Lippenprodukt eignen, weil sie von der Textur her einfach nicht so richtig sind und Creme- und Puderprodukte in einem Produkt in Bezug auf die Langlebigkeit ist einfach nicht das, wo ich sage, das möchte ich heute noch kaufen. Ne? Weil ja auch mein Gefühl sich so ein bisschen verändert hat. Wie in welche Produkte investiere ich mein Geld? Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, ich kaufe ja auch Make-up. Klar, ich kann steuerlich absetzen, aber trotzdem, ich finde, das wird immer so ein bisschen auseinandergerissen. Ja, du kannst ja alles kaufen und du kannst es steuerlich absetzen. Ja, klar kann ich steuerlich absetzen. Nichtsdestotrotz muss ich Geld dafür ausgeben. Ne? Und wenn ich das Produkt nur einmal benutzt habe und 70 Euro dafür investiert habe, auch wenn ich steuerlich abgesetzt habe, ist der Kosten-Nutzen. Ich denke immer an Kosten-Nutzen und das ist mir auch wichtig, dass ich das nochmal wiederhole. Ich komme nicht aus dieser Welt, dass es mir egal war, was etwas kostet. Und das ist heute auch noch nicht so. Auch wenn ich steuerlich absetzen kann. Ich überlege 10-mal, kaufe ich das oder kaufe ich das nicht? Das ist etwas, was ich nicht mehr unbedingt kaufen würde, gerade auch, weil die Drogerie mittlerweile so viele gute, besondere Produkte hat, die texturmäßig da sehr nah rankommen, wenn nicht sogar besser sind. Im Vergleich dazu, ne, ich habe jetzt hier von Revolution so ein Tinted Balm. Das hat mich 5 Euro gekostet. Wenn das in 5 Jahren abgelaufen ist, dann tut mir das nicht so doll weh wie 60 Euro. Das nächste Thema ist Luxus-Make-up. Und ich habe es eben schon mal gesagt, wir haben alle das Gefühl und das Bedürfnis, uns irgendwie wohlzufühlen und besonders zu fühlen. Und so ein Luxusprodukt gibt uns dieses Gefühl. Und ich möchte nicht sagen, dass ich mir nie wieder ein Luxusprodukt kaufen möchte. Ich habe beispielsweise sehr, sehr viel, ich liebe Hermes als Marke. Ich habe tolle Blushes, die ich regelmäßig benutze. Das ist ein Puderprodukt, das ist nicht so schlimm. Ich habe ein Highlighter, den ich nicht so oft benutze, weil er mir persönlich zu dunkel ist, aber wenn ich das sehe, macht mich das glücklich. Es gibt aber auch Produkte, die sind einfach reine Geldverschwendung, meiner Meinung nach. Wie beispielsweise von Gucci ein Augenbrauenstift. Nenne mir bitte 3 logische Gründe, die mich davon überzeugen. Ich glaube, der hat 28 Euro gekostet. 28 Euro, heutzutage 28 Euro für einen Augenbrauenstift auszugeben.
Es gibt keinen. Ich habe den gekauft. Ich wollte damals, als Gucci Make-up gemacht hat, habe ich viele Sachen gekauft. Aber, na klar, auch um ein Video zu machen. Aber das ist nichts, wo ich sage, das habe ich benutzt. Ich habe den vielleicht 3-mal benutzt und dann habe ich festgestellt, ist mir zu dunkel. Also Luxus-Make-up gibt dir ein Gefühl und das ist völlig fein. Und ich nehme mich da nicht mit raus. Ich liebe Luxus. Ich liebe das Gefühl, was Luxusprodukte machen. Aber ich weiß auch, dass manche Produkte einfach nicht im Verhältnis stehen zu dem Gefühl dieser Kosten-Nutzen. Wieder hier. 28 Euro für einen Augenbrauenstift, nur weil da Gucci draufsteht. Der ist made in... Da haben wir's. Made in Almanie, made in Germany. Dieser Stift, ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, wurde von Faber-Castell angefertigt. Faber-Castell macht viele, viele Augenbrauenstifte. Dasselbe Produkt werdet ihr auch bei einer anderen Marke finden. Nur halt ohne Gucci. Und das ist etwas, weswegen ich auch so viel auf Dupes rumreite und immer wieder Dupes zeige, weil ich möchte, dass ihr wirklich das Geld, was ihr zur Verfügung habt, ganz spezifisch ausgibt für die Dinge, die ihr nicht bereut. Das ist meine Aufgabe. Und ich weiß, dass wenn ich sage, das ist ein guter Augenbrauenstift, absolut ein toller Augenbrauenstift, aber 28 Euro dafür oder was auch immer der kostet, funktioniert nicht. Genauso wie ein Lippenstift von Hermes. Wieder dasselbe Problem, Cream Products und Powder Products. Ich habe den in der Farbe 13, Beige Kalahari. Ich liebe Hermes. Ich habe schon einige Produkte von Hermes gekauft, aber am Ende des Tages ist das nur ein Lippenstift, der nichts anderes macht und die Textur ist nicht mal toll. Na, also Packaging, top, er ist... Du kannst ihn rausdrehen und dann kannst du ihn nachfüllen. Du hast eine schöne Verpackung, du hast ein schönes Gefühl. Aber 70 Euro für einen Lippenstift, der nicht mal hält. Ne? Wenn du isst, isst du den Lippenstift. Du kannst ihn auch essen. War dumm. Du kannst ihn auch essen. Ne? Das ist derselbe Effekt beim Liquid Lipstick von Fenty. Ne? Also Drogerie, High-End, Fenty und Luxus. Gucci, Hermes. Chanel. Ich trage ihn nicht. Ich habe einen anderen und ich möchte ihn nicht benutzen, weil ich ihn so schön finde. Und auch da fehlt mir einfach das Gefühl, boah, geil, den trage ich und der fühlt sich schön an. Er fühlt sich nicht mal schön an. Der fühlt sich an, als wären da kleine Krümelchen drin. Er fühlt sich zu zart an, aber ich muss auch dazu sagen, Luxus-Make-up hat eine ganz spezifische Zielgruppe und die bin ich nicht. Vielleicht seid ihr es. Vielleicht auch nicht. Luxus-Make-up wird gemacht von den Brands, um Upselling zu machen. Du gehst in die Boutique von Dior, möchtest dir eine Tasche kaufen. Siehst den Preis, denkst dir, boah, 2000 Euro für eine Handtasche aufwärts? Ah, möchte ich nicht. Aber du bist in der Boutique und du möchtest irgendwas mitnehmen. Du möchtest dieses Luxusgefühl kaufen. Dann kaufst du dir einen Lippenstift von Dior. Oder einen Lippenstift von Hermes. Oder eine Foundation von Hermes. Oder du bist so reich, du hast so viel Geld, dass es dir völlig Wumpe ist, ob du 30 oder 300 Euro für einen Lippenstift ausgibst. Aber das sind sehr, sehr wenige, die meinen Kanal verfolgen vermutlich. Deswegen völlig fein. Luxus-Lippenstifte wie diesen hier würde ich nicht mehr kaufen. Wir haben eine Lidschattenpalette. Und dann geht es schon einmal um diese Lidschattenpalette an sich. Aber auch stellvertretend um den Vibe der Lidschattenpalette. Das ist die Norvina Collection Nummer 3. Eine wundervolle Palette. Tolle Pigmentierung. Wunderschöne Farben. Aber auch die kommt aus einer Zeit, in der ich sehr, sehr viele Lidschattenpaletten gekauft habe. In der ich sehr darauf bedacht war, viele verschiedene Farben zu haben. Und guess what? Ich habe jetzt ungefähr 27 Lidschattenpaletten, die riesengroß sind. Ich möchte auch hier nochmal unterscheiden, ich bin kein Make-up-Artist. Ich bin Beauty-YouTuber und Konsument. Also ich kaufe und benutze es für mich. Aber nicht, weil ich viele, viele Farben brauche oder einen hohen Anspruch an das Produkt habe, dass ich eine Vielzahl an Farben habe. Aber auch das, diese Farbauswahl habe ich jetzt ungefähr 17 Mal. Die Farben sind top, versteht mich nicht falsch, aber... Sie ist unhandlich, sie ist unpraktisch, um sie im Alltag zu benutzen. Und ich weiß, viele werden mir da widersprechen. Die meisten, ich sag mal 80% der Personen, die Make-up tragen, im Alltag, im regulären Leben. Mir geht es wirklich immer nur darum, wir sind alles normale Leute.
Wir gehen nicht jeden Tag auf den roten Teppich. Wir gehen nicht jeden Tag auf eine Fashion Week. Wir gehen zur Arbeit, wir gehen einkaufen, wir bringen unsere Kinder zur Schule, wir bringen unsere Kinder in den Kindergarten. Wir machen erwachsene Dinge. 20% tragen vielleicht sehr, sehr bunte Lidschatten und fühlen sich damit toll und ab. Go! Aber 80% haben diese Paletten gekauft, weil das ihnen gesagt wurde, dass man das jetzt braucht. Aber wie viele Paletten gibt es, die gar nicht mehr so relevant sind? Und das ist eine... Ich wüsste nicht, warum ich jetzt zu dieser Palette greifen würde, weil sie auch kein Farbthema hat. Anderes Thema sind beispielsweise diese P. Louise Paletten. Die sind auch sehr groß, die sind sehr sperrig, aber da kaufe ich eine Palette und habe 27 verschiedene Abstufungen von Pink. Und wenn ich einen pinken Look haben will, weiß ich, welche Palette ich nehmen will. Das ist eine Palette, ich wüsste nicht, wann ich dazu greifen würde. Und deswegen für den Preis... Heutzutage auch hier in der Drogerie gibt es viele gute Alternativen. Ich liebe die Palette. Aber um euch einfach so ein bisschen zu de-influencen, würde ich keine sehr, sehr großen Paletten mehr kaufen und keine Paletten, die sehr bunt sind. Es ist viel nachdenklicher, dieses Video, als ich es mir eigentlich gedacht habe. Aber ich hoffe, dass es euch auch mal eine andere Seite von mir zeigt. Weil oft sitze ich hier, wenn ich schneide und ein Video hochlade und Kommentare lese, dann fühle ich mich oft so oder habe die Angst, dass alles sehr, sehr werblich wird. Aber mein Anspruch war es halt, dass ich euch Sachen zeige, so viele Sachen wie möglich zeige, weil ihr mir und meiner Meinung vertraut, falls ihr euch dafür interessiert. Und wenn ihr euch dafür interessiert und ihr wisst, okay, Maxim hat gesagt, das ist ein gutes Produkt, dann könnt ihr das mit besserem Gewissen kaufen. Es sind viele Top-Produkte dabei, die ich teste, weil sie sehr, sehr gut sind. Aber... 3, 4 Jahre später hat sich natürlich auch meine Sichtweise auf das Produkt geändert. Nicht auf die Qualität der Produkte, auf die Langlebigkeit dieser Produkte. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Video sagt. Stellvertretend, nicht diese Mascara, die würde ich mir wieder kaufen, ist die Anastasia Beverly Hills Lash Break Mascara, heißt die, glaube ich. Ein sehr, sehr großes Bürstchen. Macht sehr, sehr schöne Wimpern, sehr intensive, aber nicht so klumpig wie die Fenty Mascara beispielsweise. Aber für mich persönlich, das ist ein ganz persönliches Thema, ich weiß, viele sehen das ganz anders. Ich tausche die Mascaren, die ich benutze im Alltag, wie beispielsweise die Volume Million Lashes Mascara, tausche ich einmal im Monat, vielleicht alle 2 Monate aus. Egal, ob sie voll ist oder nicht, weil ich sehr empfindlich bin. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe diese hier benutzt und ich habe eine Augenentzündung bekommen, weil ich sie lange nicht mehr benutzt habe. Ich habe sie bestimmt schon ein halbes Jahr, sie war nicht richtig verschlossen. Man arbeitet ja nicht immer hygienisch. Ich habe eine Augenentzündung bekommen, ich habe sie extra für dieses Video aufgehoben. Die kommt jetzt weg. Und selbst wenn die Mascara nichts mit dieser Augenentzündung zu tun hatte, ich habe sie zeitgleich benutzt. Und wenn ich die jetzt wieder benutzen würde, wäre meine Angst viel zu groß, dass ich die Bakterien, Pilze, Viren auf meine Augen wiederbringe. Es gibt viele gute Mascaren in der Drogerie für 10, 12 Euro, die ich mit besserem Gewissen alle 2 Monate austauschen kann. Selbst Mascaren für 3, 4 Euro sind mittlerweile so gut, dass ich sie immer wieder austauschen würde. Das ist aber, ich glaube, das ist einfach nur so eine Hygienemacke, die ich persönlich habe. Da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Teure Mascaren. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, sie alle 3 Monate auszutauschen finanziell, dann würde ich sie auch nicht mehr kaufen. Aufgrund dieses Hygieneaspektes. Das war ganz anders als geplant, dieses Video, aber ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Mir ist es wichtig, euch transparent abzuholen, wie sich meine Meinung zu Produkten ändert nach Jahren. Ich bin sehr gespannt, ob ihr sowas nochmal sehen wollt. Ich habe noch viele, viele weitere Produkte, wo sich meine Meinung nicht bezüglich der Qualität, sondern bezüglich der Sinnhaftigkeit geändert hat. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, ein Feedback von euch zu bekommen. Ich freue mich, von euch zu lesen. Danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Drückt mir die Daumen, denkt an mich. Ich bin nämlich gerade in einem Eingriff. Und fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.